Feierabend. Wer soll sagen, was er will? Immer so viel Geld in den Taschen wie Etzel, der Holzhändler. Ich will würfeln. Die Regeln haben sich nicht geändert. Worum willst du denn würfeln? Jetzt schafft ein Krug für unseren Gast. Zwei Gulden Einsatz. Der höchste Pasch gewinnt. Na, Einsatz. Gleich um 5 Gulden spielen? Meinetwegen. Jetzt richtig schlecht, oder? Schluss jetzt. Du bist aber ein schlechter Gewinner. Zur Versteigerung steht die Glashütte des verstorbenen Glasmachers Walter Wingfrieds. Ich höre Gebote. 20 Gulden. 20 Gulden? Noch jemand? Wir haben Durst. Mach hin. Recht an da. Also 20 Gulden vom Glasvogt Löbel. Zum ersten, zum zweiten und zum... 50 Gulden. 50 Gulden? Das ist doch sinnlos. Der hat doch nichts. Gulden. Noch jemand? 80. 80 Gulden. 100 Gulden. 100 Gulden. So viel ist die Hütte nicht wert. 100 Gulden. Zum ersten. Zum zweiten. 200. 200 Gulden. 250 Gulden. 250 Gulden. 250 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Komm, wir gehen. Dann ist hiermit die Versteigerung beendet. Die Glashütte vom Wingfritz geht an Peter Munk. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Könnt ihr erstmal hier bleiben. Wir kommen bestimmt gut miteinander aus. Danke. Wofür brauchst du eine Glashütte? Glas machen. Wo hast du so viel Geld her? Wir sehen uns beim Tanzen.
Hey! Weg mit dem! Na los, mach ihn fertig. Los!
Der Köhler Jakob Munk wurde tot aufgefunden.